Jetzt willkommen zurück zu Ultimate General Civil War, wo wir beim letzten Mal ein ziemlich verlustreiches Gefecht hatten, obwohl wir in der Verteidigerstellung waren. Es ist halt manchmal so, das Problem hat Verteidigungsstellungen, ja, die sind schön, aber die Verteidigungsstellung bringt dir auch nicht so viel, wenn du irgendwie von drei, vier gegnerischen Gruppen gleichzeitig angegriffen werden kannst, für deine eine, die deine Verteidigungsstellung ist. Außerdem kann man die auch manchmal flankieren. Von daher, ja, gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe versucht, die Armee wieder einigermaßen aufzubauen. Ob die noch so groß ist wie vorher, wage ich aber mal zu bezweifeln. Haben zwar noch jede Menge mehr Männer, die ich rekrutieren könnte, aber ich habe halt keine Waffen und kein Geld für weitere Waffen. Schauen wir mal. Bevor es zur nächsten größeren Schlacht geht, machen wir das in der zeitlich richtigen Reihenfolge, würde ich sagen. Ach, Chantilly. Nach der zweiten Schlacht von Bull Run versucht die Föderierte Armee ihre Kraft um Centerville herum zu konzentrieren. Wir sind auf einer Mission, einen Teil der Armee in deren rechte Flanke zu manövrieren, hinter die Union zu kommen und ihren Rückzug abzuschneiden, okay? Okay? Das klingt einfach genug. Wahrscheinlich ist es nicht einfach genug. So. Haben wir nur 13 Leute, mit denen wir Angriff abhalten sollen. Na wunderbar. Gucken wir mal.
Ach, hier sind auch noch Befestigungen da im Wald. Das ist ja sehr schön. Das konnte ich jetzt von der Karte aus halt nicht so gut sehen, dass auch noch Befestigungen davor sind. Fällt mir aber. So, ihr könnt schon mal dahin gehen. Dann würdet ihr hier hingehen und ihr dorthin gehen. Das muss man, glaube ich, nicht abdecken. Ich meine, das können wir als Rückzugsposten benutzen, aber ich würde gerne, wenn möglich, das hier abdecken. Und möglicherweise wollen wir hier eine Brigade reinschicken, noch eine hier hin und euch dann vielleicht hier hin. So, euch wollen wir möglichst nah in der Mitte und wo hoffentlich die größte Action abgeht haben. Ihr könnt ein kleines Stück weiter zurückstehen, aber weil ihr relativ teure Waffen habt, würde ich euch gerne in einer gut gesicherten Position haben. Also vielleicht hier in dem Wald. So. Schauen wir mal. Lass meine Truppen kommen jetzt schon. Ich dachte, ich müsste noch ein bisschen ohne die aushalten. Na gut, dass ich schon mehr Kanonen aufs Feld von Anfang an geholt habe, weil die Kanonen jetzt noch anzukarren, das dauert eine Weile länger. Aber wenn ihr hier kommt, Leute, wenn ihr hier schon kommt, ne? Machen wir das hier ein bisschen anders. Dann kommt ihr gleich mal hier runter. Dann deckt ihr die Seite ab. Wenn noch was kommt, dann schicke ich das mit auf die rechte Seite, um hier ein bisschen das abzudecken. Aber hier ist noch dieser Fluss. Ich hoffe mal, dass der Gegner da nicht über, dass der Gegner da nicht überall über den Fluss kommt. So. Ein paar Leute schicken wir trotzdem noch hier hin. Ihr kommt, glaube ich, dann mitten in die Mitte. Müsst euch nicht da direkt aufhalten, aber wenn's hilft, dann könnt ihr da auch notfalls eingreifen. Ihr kommt dann hier hin. Da haben wir schon mal Scharmützel im Wald. Deckung nutzt oder einfach bloß im Wald stehen? Eigentlich so wie die Verdeckung hier aussieht, würde ich fast im Wald stehen wollen, einfach bloß. Weil die Linie da irgendwie so ein bisschen unvorteilhaft ist. Wir gehen trotzdem mal in die Deckung. So. Aber jetzt, wo hier nicht so viel los ist, können wir das, glaube ich, mal so ein bisschen hier rumschieben. Dass wir hier wieder im Wald stehen. Oder warte mal, wenigstens hier erstmal die Seite ein bisschen dicht machen. So. Die kommen ja hier auch gleich noch, dann könnt ihr eben mit hier abdecken helfen. So, ihr müsst euch jetzt mal noch umdrehen für die Scharmützler, aber wenn gleich mal wieder jemand sich dafür hat, dann die auch mal ausschalten. Helfen? Ich glaube nicht, dass die alle mit einem Schuss ausschalten, aber können zumindest unterstützend eingreifen, würde ich damit sagen. Was man schon mal 8 weniger auf die Entfernung und nicht sehen, was das ist, ist das schon okay. Muss hier vielleicht noch ein bisschen was umschieben, weil ich habe irgendwie das Gefühl, hier habe ich immer noch eine riesengroße Lücke. Oder wir müssen hier auf der Seite ein bisschen weiter vorgehen, um die Front hier zu verkürzen. Na, so das Übliche. Der gute Friedrich und so. Na, schauen wir erstmal ab, wie die gegnerische Abteilung so aussieht im Endeffekt. Oh, ist das irgendwie schwer zu sagen. So, ihr solltet euch mal auf die Namen da konzentrieren.
Scharmützler sind ja nett und so, aber ich mache mir um die ein bisschen mehr Sorgen als um die paar Scharmützler da hinten. Dass der Gegner in erster Linie auf der rechten Seite ist. Ich bin auch in erster Linie auf meiner rechten Seite. Ja, wunderbar. Na wunderbar. So, dann müssen wir ein bisschen das Ganze hier ein bisschen rumschieben. Dann machen wir unsere neue Linie machen wir hier auf dem Hügel noch, dass hier nicht so viel vom Gegner rumsteht. So, sorry. Und dann noch ein bisschen hier rum euch drehen. Hier hinbewegen. Noch als zweite Reihe Verstärkung, whatever. Jetzt sind auf einmal doch Gegner, okay. Haben nur einen Anführer. Und Supplies. Eine Gruppe ist hier auch, okay. Seiten angreifen können. Das war es mit dem Vorrück jetzt aber auch unnötig, aber ich habe die halt in dem Wald da nicht gesehen. Nachladen und schießen bitte. Schneller nachladen. Komm. Ja, sehr schön. Wow, da geht der Kill-Count aber ordentlich hoch. Ja. Auf kurze Reichweite sind die nicht ungefährlich. Wenn sie dazu kommen, mal jemanden auf kurze Reichweite anzugreifen natürlich. Ich mach das nochmal. Das hat mich jetzt ein bisschen nicht so überzeugt, das mit dem Vorgehen. Ne? Das war, glaube ich, im Großen und Ganzen war das, glaube ich, nicht hilfreich. Aber da habe ich auch unterschätzt, was der Gegner da alles an Leuten da noch stehen hat. So. Außerdem habe ich das Gefühl, ich brüche hier drüben eher noch einen mehr. Weil hier hinten könnten wir das, glaube ich, auch mit einem weniger noch halten. Von daher schieben wir das alles mal noch einen weiter nach rechts. Würde ich jetzt mal als Idee in den Raum werfen. So, ihr dahin. Ihr bleibt weiter dort. Ihr deckt die ab. So, ihr, statt in diese Verteidigung zu gehen, geht ihr erstmal so hin, sichert das ab, bis die Verstärkung kommt. Und dann. Wir euch hier haben. Hier haben. Hier haben. So. Wenn da die Verstärkung dazu kommt, dann sollte das eigentlich sich halten lassen. Mal mit da rüber gehen. So. So
schön das ist, dass die eine Batterie da so viele Kills abgekriegt hat, weil sie quasi auf allerkürzeste Kanisterreichweite mal einen Schuss abgeben konnte. Da danach 100 Leute zu verlieren, ist nicht was, womit wir langfristig leben möchten. So, von euch kommt noch einer hier runter. Zum Absichern. Das spiel ich hier hin. Der Rest geht alles nach da drüben, würde ich sagen, diesmal. Hier geht man noch ein bisschen hier hin. Und hier geht alle weiter rüber. Hier noch zur Absicherung in der Mitte. Also nicht mehr so groß kam da kein Angriff in der Mitte. Ich glaube, ich schiebe euch auch mal lieber nach rechts. Was hättet ihr denn bitte angegriffen? Die sind nicht in Reichweite. Jetzt habe ich jetzt nicht verstanden, warum da einer von gestorben ist. Weil solange wir nicht noch ein paar Leute mehr verlieren, ist da keiner von den Kanonen mal gestorben, aber ich habe so prinzipiell nicht verstanden, was er auf die geschossen hat. Vielleicht gegnerische Artillerie und hat irgendwas aus Versehen getroffen. Das ist zumindest denkbar. So, wir müssen glaube ich auch mal hier rüberfahren. Wir brauchen gerade eher Munition als die da auf der Seite. So, und hier halten wir einfach nur. Wir sollten sowieso nur halten. Da war ich ein bisschen zu gierig, dachte, hier wäre irgendwie eine Öffnung und ich könnte das noch auf diese Front hier verkürzen, aber da war da doch ein bisschen zu viel auf einmal. So, ihr wollt mit hier hin. Als ich das gerne hätte, aber jedenfalls können wir noch ein bisschen umschieben und außerdem ist die ganze Artillerie da. Das heißt, wenn ja jemand versucht, über diese Flur anzustürmen, dann kriegt er noch zumindest eine ordentliche Salve Artillerie im Feuer. Kriegen die so große Garten zusammen, ey. Scheiß Yankees, ey. Oh, dann haben die alle kein Training. Und das reicht. So, ich muss gleich mal die hier angreifen. Die müssen wir irgendwie sich ein bisschen zu sehr bewegen. Oh,
Gesundheit, bitte. Oder? Feuer, hab ich gesagt. Jetzt hat doch auf euch zu drehen, schießt doch einfach, Mann. Fuck. Was macht denn dieses Scheißschirm, ist er da mal kaputt, bitte? Ist das, weil die scheiß Mitte da offen ist und der Gegner darauf reagiert, ja? Ach. Ich hasse es, wenn der Gegner vernünftig kämpft. So. Dann versuchen wir jetzt hier mal einmal drum zu drehen. Ich müsste da jetzt tot, ich hoffe mal. Kommt bestimmt gleich wieder auf, aber. So, so. Gestorben da hinten. Oh Mann. Zurückbomben machen die mehr Schaden, als mir eigentlich lieb ist. Die haben ganz gut was umgeschossen, aber das sind halt auch mit einer der besten Gruppen hier auf dem Feld, die wir haben. Die machen auch ganz gut was kaputt hier mit ihren Napoleons. So, gut, der Gegner zieht sich ein Stück zurück, dann gehen wir ein Stück vor. Nur ein Stück, erstmal nur bis zum Fluss. Wenn der Gegner wieder herkommen möchte, dann können wir ihn gerne am Fluss empfangen. Mit freundlichen Grüßungsfeuerwerken. So, ihr habt den einen da hinten auch verdrängt. Sehr schön. So, so stehen wir einiges besser. Die Mitte ist immer noch so semi-offen, aber sehr verlustreich versuchen da reinzugehen mit den ganzen Geschützen, die da rumstehen. Das gefällt mir schon ein bisschen besser als die Situation eben. Das haben die sich gleich wieder anders überlegt. Das war nicht die allerbeste Idee, da jetzt reinzustürmen. So, nutzt das Haus ein bisschen als Deckung. Gut, wenn sich das hier ein bisschen beruhigt hat, dann können wir auch vielleicht mal den Plan von eben machen. Das ist schon viel. Ganz schön viele scheiß Yankees da hinten.
Obwohl die weniger Kanonen haben und ein ganzes Stück weiter wegstehen, machen die ähnlich viel Verluste wie die hier. Also, die können schon was. Noch haben wir nicht viel davon und noch haben die auch kaum Erfahrung, aber wenn wir beides davon ein bisschen mehr haben, dann machen die ganz gut was kaputt. Auch auf durchaus große Entfernung. Das ist halt die 20 Pfunder Paro hier, die kann auch in dem zweiten und dritten Feuerbereich noch durchaus genug Schaden machen. Von daher, da ist auch Potenzial. Frage, wollen wir die Gegner weiter zurückdrängen oder was einfach jetzt noch die Rest der Mission halten? Die Rest der Mission halten ist ein bisschen langweilig. Aber solange wir nicht noch deutlich die Gegneranzahl reduzieren, ist auch nicht so gute Position für uns. Hier auf offener Flur vorrücken, weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Wobei wir haben hier eine Überzahl aktuell. Seitdem versteckt sich noch irgendwo eine Brigade. So wie wir jetzt sind, von daher brauchen wir anscheinend ein bisschen den Fuß auf den Gegner auszudünnen. So viel Artillerie hatte nicht. Hätte sie zwei Gruppen, aber ich kann leider nichts gegen die tun, außer mich beschießen lassen. Wenn es nach eine Salve hätte, das wäre ich euch sehr verbunden, meine Herren. An der Front hier sind, machen die mir ein bisschen zu wenig kaputt, ehrlich gesagt. Und ist noch ein bisschen breit aufgestellt hier wegen dieser Deckung, ne? Ich glaube, wenn die nicht gerade die Armee davor steht, würde ich die auch noch mal ein bisschen umpositionieren. Hier eine hinstellen und dann hier jemanden daneben in den Wald. Diese Scheiße muss doch wirklich von Anfang gekommen, ne?
denn da? Wir sind rausfinden, wo diese bescheidenen Scharmützer die ganze Zeit hier abhängen. Ich will nicht die ganze Infanteriebrigade damit beauftragen, weil wir haben dann auch noch andere Gegner umzubringen als diese paar hundert Scharmützer, oder? Zuletzt waren die hier, aber die Scharmützer sind könnten schon wieder Monster sein. Da sind die Leute verloren hier. Warte, da, da. Oh, die machen ganz gut was kaputt. Hey. Bitte. Also, ich habe gesagt, ich wollte die hier mal ein bisschen umpositionieren. Fällt mir das nicht, dass die überhaupt so hohe Verluste hier machen. Jetzt sehe ich ja aber eine deutliche Lücke an relativ wenigen Leuten hier im Wald. Von daher werden wir jetzt mal hier die Linie ein bisschen verkürzen. Indem wir euch hier hinlaufen lassen. Euch hin, euch hier hin. Dahin. Hier dahin. Im offenen Feld stehen, bitte. Das ist nicht notwendig. Thank you.
Klar. Stimmen die dadurch, ist klar. Da. Sonst außer offenem Feld ist da auch leider nichts. Ich würde die schon gerne noch weiter runterschießen, wenn es nicht mit allzu vielen Verlusten verbunden ist. Zeit stehen wir gut. Also wir stehen fast überall in Deckung. Der Gegner steht nirgendwo in Deckung. Der Gegner hat vielleicht ein bisschen mehr Artillerie als ich, aber ich habe auch gute Artillerie in guten Stellung. Na, machen wir das einfach nur ein bisschen weiter hier. Bleiben einfach nur stehen, würde ich sagen. Wenn sich irgendwie eine Öffnung auftut, dann kann ich versuchen, die zu nutzen. Aber ich würde die halt ungern hier auf offenem Feld einkreisen, weil das ist dann doch ein bisschen zu verlustreich. Was kaputt gemacht, die Jungs hier. Die hätten noch mehr kaputt gemacht, wenn ihr dämlicher Anführer sich nicht hätte so schnell umbringen lassen. Oh gut. Genau, ihr könnt euch um die gegnerischen Schütze kümmern. Die auch ein Ziel, ne? Dann kümmert euch mal beide um die gegnerischen Schütze. So, die große Gefahr, dass die Infanterie jetzt versucht, irgendwo durchzustürmen, sehe ich jetzt aktuell nicht mehr so. Da können wir ein bisschen die Anzahl der Artillerie reduzieren, dann verlieren wir weniger Leute, während wir in unseren Deckungen stehen. Ja, dafür sind halt solche Brigaden wie diese auch da, ne? Also, in irgendeiner Deckung stehen und am besten irgendwas auf große Reichweite ausschalten. Gerne auch Artillerie. Ich will gerade, ob ich vielleicht hier ein paar Leute hier rüber schicken kann. Die werden dann aber. Könnten sich relativ gut umzingeln lassen, aber wenn sie es da hinschaffen, dann könnten sie ja auch wirklich noch in Rücken schießen. Was nicht das Allerschlimmste wäre. Ich weiß nicht, warum ihr so schlecht abgeschnitten habt. Also, ich meine, immer noch mehr Leute umgebracht, als sie verloren haben, aber das können wir uns ehrlich gesagt nicht leisten. Also, wenn eine Gurkentruppe, die noch relativ neu dabei sind, nicht viel mehr umbringen, als sie selber verloren haben, ist okay. Hier, das ist auch natürlich nicht besonders gut. Die standen irgendwie anscheinend bescheiden.
zurück. Vielleicht hat man hier ein bisschen noch da hoch. Was notfalls immer noch die Geschütze da, die Leute von hier können notfalls auch runterkommen. Und dann haben wir hier eine riesen Lücke, die ja in unserer Formation klafft. Zeit wird hier noch ein bisschen geankert von die, weil sobald irgendjemand versucht da durchzugehen, muss durch das Feld des Todes rennen, ne? So, dann geht man hier außen rum. Vielleicht könnt ihr euch dann helfen, wenn ihr da ganz rumgelaufen seid. Auch. So wie andere nicht besonders gut trainierte Leute, zum Beispiel Ledley, kann ich da sicherlich auch mal noch für einen Angriff motivieren. Die nur ein bisschen was verlieren, ist traurig, aber dann. Es sind nur ein bisschen besser ausgebildete Rekruten bei denen. Anders als hier die Assault-Gruppe, die irgendwie 360 gut ausgebildete Leute verloren hat. Die nicht so einfach zu ersetzen sind. Ah. So, ihr seid gleich da. Mal ein bisschen sputen vielleicht. Ich schieße schon auf was anderes. Ihr solltet die Artillerie ausschalten. Dass ich hier diese extrem wichtige Aufgabe vergessen konnte. Ihr auch noch hier von der Seite. Unter diesen Seiten können wir noch ein paar Schritte nach vorne gehen. So, jetzt kommt hier der Seitenangriff in seine exponierten Geschütze. Auch nochmal, dass er auch ein bisschen Wirkung hat. Ja, die Geschütze sind marginal beeindruckt. Machen wir jetzt den Kasten hier zu. So aus. Ey, ich wollte noch nicht. Ach man, ich wollte noch Poffenlust zufügen mal im Spiel. Kannst du mir noch nicht den Spaß nehmen? Na gut. Wir waren in Unterzahl. Hälfte des Gegners gestorben. Ein bisschen mehr als 10% von uns sind gestorben. 12% oder sowas. Ja, ein paar Gruppen haben noch ein bisschen unterperformt. Die hätten jetzt noch ein bisschen mehr Kills bekommen, jetzt wenn wir noch ein bisschen weiter hätten spielen können. Nicht sicher, warum sie aufhören mussten. Ach, wir haben 19.30 Uhr. Also, ja, das ist immer so eine. Manchmal ein bisschen zweifelhafte Sache vom Spiel. Manchmal habe ich beliebig viel Zeit, manchmal gibt es irgendwelche Endbedingungen wie jetzt ist gleich der Tag vorbei, dann hört es automatisch auf, egal was da die aktuelle Lage ist. Na gut, 4 Beförderungen, ein Toter.
Traurig, traurig. Ganz traurig. Na gut. Gut. Dann werde ich jetzt offscreen wieder versuchen, unsere Verluste zu ersetzen. Wenn dann noch Geld übrig bleibt, vielleicht sogar mal wieder die erste Gruppe ein bisschen weiter aufpäppeln, weil da fehlt immer noch ordentlich was, vor allem in den besser ausgebildeten Gruppen. Aber das Ergebnis davon sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.